Recorder an. Und tap rein. Letzte Map im Sotek-Finale des 195. Sotek-Cups zwischen Infi und Soccer. Wir sehen einen Demon Hunter, außergewöhnlicherweise. Und einen Archmage. Und einen Archmage. Auch außergewöhnlicherweise. Dass man sowas mal sagen kann. Also auf jeden Fall witziges Best of Five. Falls ihr gerade das VOD guckt und die anderen Games noch nicht gesehen habt, tut es, wenn ihr Bock auf witzige, nicht so hochklassige Games habt, die aber trotzdem Spaß machen. Ja, eventuell könntest du mit deiner ersten Vermutung recht haben. Jetzt leckt hier. Nein, ich bin auf Normal. Dass es ein Standard-Game wird. Also, eventuell T2 Tower Push. Müssen wir mal sehen. In der Base von Soccer steht eine Farm mit 11 Hitpoints bis zur Fertigstellung. Hätte man lieber doch noch fertigstellen lassen sollen, weil so kriegt Infi irgendwann das Geld wieder. Wenn er abbricht, denn heißt das. Aber ich find's so fies, so Farms in die Base bauen, habe ich früher so gehasst. Der sieht halt alles, was du machst und du brauchst ewig, um die Farm zu killen. Fand ich immer blöd, dass sowas geht. Nun denn, ich hoffe, du bist auch live. Ja, ich glaube schon. Also ich bin bei 16:30, 35, 40, yep. 45. Das läuft. Ich gönne mir noch einen Schluck aus der schönsten grünen Flasche der Welt. Und die Biermarke mit dem B? Das ist die Biermarke mit dem J. Oh, mit dem J? Ja. Ist auch sehr lecker. Das ist richtig, aber nur kalt, finde ich. Dann aber auch richtig gut. Aber wie das Land, so das. Richtig. Das Jever. Viele sagen ja immer Jever, aber das geht einfach nicht. Das klingt schwul. Deswegen das V hart aussprechen. Jetzt hat er die Farm gefinisht. Selber. Komisch. Verstehe ich nicht ganz. So hält ihn natürlich mehr aus, aber naja. Demon Hunter ein bisschen am Stressen unten. Circlet gefunden. Archmage mit einer Claw. Das gefällt ihm. Und jetzt noch ein Mantle. Das gefällt ihm auch. Wieder. Hans. Wieder Double AOB. Weiß nicht, ob das. Lambamill. Seriously. Yep. Und Militia. Und das alles auf T1. Ja. Guter Zeitpunkt, denke ich. So kommen Max. Ne, das wird aber eine Echse. Das wird eine Echse. Ob das so klug ist, gegen Mass Hans jetzt eine Echse zu spielen, ich weiß nicht, auch direkt gescoutet. Da kann er jetzt natürlich auch gleich gut pushen mit Gleben und so. Aber es hat Infi noch nie gestört, dass Leute wussten, dass er eine Echse zieht mit 3 Millionen Towern. Das stimmt wohl. Und der Archmage hat einfach mal dezente plus 18 Damage jetzt schon. Also Infi ist jetzt auf jeden Fall in einer guten Position, um die Echse hochzuziehen. Es sind noch nicht so viele Handschüsse da. Er kann jetzt die Tower in Ruhe hochnehmen. Naja, ja, gut, ja. Vielleicht, er ist schon Level 2. Ich habe gedacht, vielleicht mit Emulation da jetzt rein. Aber das wird wohl zu spät sein. Außerdem Mana Burn und Emulation jetzt nicht so die beste Kombination. Hätte man warten sollen mit dem Skillen. Konterexe übrigens von Soccer unterhalb der 9 Uhr Position. Mhm. Da kommt die Echse. Das sind auch 8 Footies schon. Haben wir einfach mal das langweilige Early Game komplett übersprungen. Und jetzt wird das einfach ein reines Gepusche. Auf die Echse. Natürlich super jetzt mit den Gleben gegen die Worker. Echse abgebrochen, Raute 1. Mal gucken, wie oft das noch passiert. Und jetzt Emulation, stellst du vor. Ja, aber wirklich schöner Surround. Der kommt da nicht raus. Es sei denn, der killt den AM. Jetzt natürlich super mit Emulation. Und da muss Infi raus. Die PN sieht nicht gut aus. Vielleicht kriegt er den noch. Vielleicht kriegt er den noch. Vielleicht kriegt er den noch. Da holt er sich noch den Demon Hunter. Wie krass ist das denn? Richtig stark gemacht von Infi, da das TP zu ziehen und einfach drauf zu fokussieren, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, damit ist das Game auch schon wieder witzig geworden. Unspannend. Aber was macht Zocker jetzt? Wie reagiert Zocker? Taggt erstmal. Ohne Hero. Ja, weiß nicht. Er kann jetzt einfach nicht wirklich viel machen. Er kann nicht creepen.
Zumindest wäre es sehr ineffektiv. Okay, er kauft sich eine Taverne wieder. Der AM auch low ohne Ende. 88 Hitpoints. Schön, das Ward Elemental gesammelt und in den Weg gestellt. Richtig gut. Es ist Nacht, er kommt zum Fountain. Alles in bester Ordnung. Das war auch ein starker Gedanke. So, Echsenversuch Nummer 2. Gleich prognostiziere ich. Er hätte die Archer vielleicht ein Stück weiter nach vorne setzen sollen, damit er die Echse an einen komischen Platz bauen muss. Infi hat die Echse gefunden. Aber bis er die abgerissen hat, dauert das ja ewig. Aber rüberlaufen dauert auch ewig. Da kann er erst. Er kann sowieso jetzt gerade nicht so viel machen mit seinen Steffen. Ja, zieht Peter doch rüber. Da sieht man mal, wie viel Ahnung wir haben. Ja, ich habe den Steph nicht gesehen. Ja, und ich wollte sagen, so viel kann er mit seinem Arc-Match da gerade eh nicht machen, aber. Ja gut, er hat jetzt wieder ein WE gleich. Jetzt. Oh, der DH ist schon wieder so low. Ein Hoch auf Evasion. Sonst wäre er tot. So, langsam wird die Zahl der Hans aber kritisch, schön. Aber das macht Infi echt schön mit den Surrounds. T2-Tag gleich fertig. Ja, er ist jetzt auch aus dem gröbsten raus, Infi. Der Shop geht gleich hoch, die Echse ist fast ab. Tower stehen natürlich. Ja, das braucht man bei Infi eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? Das ist mal ein Fast-Build. 6 Worker kloppen auf den Shop ein. Einer auf die Main. Ancient of Lore, also keine spezielle Strategie, sondern wahrscheinlich ganz standardmäßig Bären, Dryaden. Schade, Pandan Brewmaster Second, auch logische Wahl. Wobei, weiß nicht, muss halt dann an den Breakern vorbeikommen gleich. Nachher, irgendwann. Aber für einen eigenen Tower-Push sind einfach zu viele Worker. Und auch schon Level 3 Archmage läuft nicht so ganz. Schönes Timing, aber da sieht man mal, dass sich die Farm schon ausgezahlt hat. Weiß genau, wann die Gebäude hochgehen. Kann dann hin. Während hier endlich mal die Echse freigekriegt wird. Panel of Energy für den Panda. Super. Und der Shop hat sich nicht so ganz gelohnt. Oh, den AOL kriegt er auch noch. Ich rieche 100 Euro für Infi. Ganz dezent. Ja, ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Also sieht zwar schon gut aus für Infi, aber das ist noch nicht gegessen. In diesem Best of 5 kann auch so ziemlich alles passieren. Oh, die Hand könnte er sich da aber holen mit den Footies. Macht er aber nicht. Seltsam, seltsam. Oh, die Footies könnte er sich mit der Hand aber jetzt auch holen. Einer ist down. Ah, schön gesplittet. Schön gesplittet. Den kriegt er noch. Zack, Level 3. Wichtiges Level 3. Alle Level 2... Water Elementals machen doch dezenten Schaden gegen Huntress. Frag mich Level 4, ey. Ich schalt mal kurz auf Frauenfußball. So, mit einer Hand. Sieht so aus, als wären wir ausgeschieden. Wie traurig. Tja. Gegen Japan, ey. Das ist alles Fukushima schuld. Aber interessiert mich auch nicht. Water Elemental an der Echse am Stressen. Das von Infi ist alles ganz gut. Also da sind nicht jetzt nicht übermäßig viele Tower. Das Ding ist trotzdem irgendwie safe. Kann man aber ein bisschen Ärger mitmachen. In der Base, gerade T2-Tech fertig. Komisch geplaced Blacksmith. Und er baut einfach weiterhin nur Footies. Trotz Keep, trotz Blacksmith. Ja. Gibt erstmal den Naga jetzt.
Gesundheit. Sorry. T3-Tech von Soccer, ein Drittel abgeschlossen. Wenn dann Bären kommen, wird natürlich dann erstmal ernsthaft gepusht. Vorher geht da ja eher recht wenig. Aber langsam kommt Infi auch in so eine Situation, wo er sich mal denken sollte, T2-Buildings sind jetzt auch nicht so schlecht. Da hat er das Double Arcane Sanctum. Und da ich keine Rifler sehe, wird das ein Mortar-Team werden noch hinterher. Das würde ich ein Standard-Game. Ja, oder es werden gleich Griffins. Kann ich mir auch gut vorstellen. Gegen Dryaden ja ganz effektiv. Ja, aber er techt ja auf Tier 3, Soccer. Und da das heißt, da werden auf jeden Fall die Bären kommen. Ja, das stimmt. Aber das reicht eigentlich, wenn man Breaker und Mortars hat. Boah, jetzt aber die Lager ein Problem. Ja, jetzt nicht mehr. Oh. Ja, ich finde, Footies zu surrounden ist auf jeden Fall auch immer so eine Angelegenheit. Ach, der Demon Hunter, den stört das überhaupt nicht, dass er da 100 HP nur noch hat. Der geht nochmal auf die Footies. Rennt jetzt aber direkt zum Arkmate, holt sich eine Potion oder reckt er einfach so? Er will oben zum Brunnen, das weiß aber der Demon Hunter. Oder will ich einfach selber nur recken? A player's forces are under attack. Beide Echsen laufen. Hier wird munter produziert. Master Training kommt schon. Das ging fix. Hier oben passiert nichts Großartiges. Wie ein Demon Hunter einfach 5 Units vom Healen abhalten kann. Nagas wieder da. Breaker kommen. Mortars kommen. Ne, Breaker noch nicht, aber Sorgs kommen zum Beispiel schon mal. Und Rifler. Mortars und Rifler. Ganz komischer Mix. Ich weiß nicht, wie er die da an die Dryaden bekommen soll. Er hätte sich das Geld lieber sparen sollen und noch in ein Mortar-Team investieren. Soccer noch im No-Upkeep. Könnte später wichtig werden. EVTL. Die obligatorische Engine of Wind für die wie heißen die Viecher? Fury Dragons kommen. A player's forces are under attack. Der AM kriegt auch hier nur auf die Schnauze die ganze Zeit. Jetzt aber vielleicht interessante Pose, obwohl er hat null Blocker oder kaum was am Blockern. Drunken Ace, Breath of Fire! Hat, wieso hat er nicht gesessen? Keine Ahnung. Hat aber auch einiges weggekloppt. Der große Potion of Mana hat er auch noch. Mortar Team macht natürlich mega Damage, aber der Panda muss langsam aufpassen. Da fährt natürlich der Stormbolt. Ist er vielleicht dran gewöhnt? Oh, da trifft er alles. Da trifft er alles und selbst wenn er jetzt drauf geht, hat er einen super Job gemacht. Invoport gezogen, er hat noch Mana, er hat noch so viel Mana. Warte jetzt nur noch den Cooldown ab. Hinten sind die Militia, die sind da wie auf dem Präsentierteller. Die Naga fällt. Oh, Hälfte HP weg. Und die brennen und sie brennen und sie sterben. Wo hat er sich da? Sie sterben nicht alle dank Heal Self. Oh, da jetzt noch ein Breath rein. Das wäre was Feines. Aber das hat Soccer gut gemacht, hat eine gute Position gefunden, schöne Breaths of Fire, Breath of Fires, Buffs genutzt und wirklich schön gemacht. Also er hatte 10 Supply weniger und ist jetzt mit 10 Supply mehr aus dem Kampf rausgegangen. Ja, der geht jetzt hier direkt zu Heal Fountain auf der rechten Seite, also wartet da nicht lange rum, sondern nutzt die Chance, um eben noch ein bisschen XP und Items zu sammeln. Das macht er gut, kann sich dabei noch selbst ein bisschen heilen. Die ersten 3 Druids of the Claw sind dabei. Das heißt gleich auch Bären, die noch mehr tanken werden. Also wirklich gut aus für Soccer. Heute ist noch nicht aller Tage Abend. Es gibt nämlich Tower. In der Naga verstecken sich 3 Ivory Tower. Und mit Mortars kann man so eine Echse mal ganz schnell abreißen. Alter Vater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Militia. 10 Militia, aber schön, dass hier Soccer ihn abfängt. Sword of Protection sofort genutzt. GG von Infi. Der Sieger heißt Soccer, sieht da keine Chance mehr. Und damit der Koreaner. 100 Euro reicher. Kauft sich damit jetzt wahrscheinlich... Was ist denn stereotypisch für Koreaner?